sind Bürgerrechtler in Ostdeutschland ein großes persönliches Risiko eingegangen, als sie einen Aufruf zur Gründung von Demokratie jetzt verfassten und veröffentlichten, indem sie öffentlich soziale Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenwürde für alle forderten. Gleichzeitig oder danach versammelten sich die Menschen immer häufiger auf der Straße im Protest gegen die DDR-Diktatur. Heute leben wir nicht in einer Diktatur, aber die ausufernde Überwachung und Kontrolle gefährdet unsere Sicherheit und Freiheit. Zum Beispiel, wo ungerechtfertigte Wohnungsdurchsuchungen stattfinden, Postkontrollen und Geruchsprobenentnahmen bei Globalisierungskritikern, wo das Bundeskriminalamt aufgerüstet wird zu einer zentralen Polizeibehörde, die selbst vor Psychotherapeuten, Drogen- und Eheberatern, vor Privatwohnungen und Privatcomputern keinen Halt mehr macht, die Zugriff auf all unsere telefonischen Kontakte hat. Nur wenn wir keine Angst vor Überwachung, Kontrolle und Repression haben müssen, können wir doch unbefangen demonstrieren und protestieren, um auf Probleme wie Arbeitslosigkeit und Armut aufmerksam zu machen und eine gute Lösung zu finden. Und deswegen brauchen wir endlich wieder freiheitsfreundliche Politiker an der Macht. Deshalb müssen und werden wir nicht nur heute, sondern auch in 2 Wochen in der Wahlkabine unsere Stimme erheben für die Freiheit. Und auch nach der Wahl werden wir nicht nachlassen, für unsere Freiheitsrechte einzutreten. Zu Hause, bei Diskussionen mit Freunden, im Verein, in Bürgerrechtsorganisationen wie dem AK Vorrat, der sicher auch in eurer Stadt eine Ortsgruppe hat. Ihr könnt euch gerne informieren an unserem Infostand, an der Uhr und Flyer mitnehmen. Wenn wir heute nach Iran oder China sehen oder auch nur in die USA oder Großbritannien oder auch an die Zustände in Deutschland, dann ist es doch höchste Zeit, dass wir jetzt das Versprechen der Freiheitsrechte, das im Grundgesetz niedergelegt ist, wieder einfordern. Wir warten diesmal nicht, bis uns die Überwachungslawine begräbt, sondern für unsere Vorfahren, für uns selbst und für unsere Kinder werden wir jetzt und immer wieder unsere Stimme erheben für unser Recht auf ein Leben in Freiheit statt Angst. Ich danke euch. Herzlichen Dank, lieber Patrick. Patrick Breyer hat die große Verfassungsbeschwerde für uns entworfen, aber es ist noch jemand auf dem Platz, der ebenfalls eine Verfassungsbeschwerde eingelegt hat. Das ist Herr Burkhard Hirsch. Herzlichen Dank auch. Ich sage mal, wir stehen auf den Schultern von Riesen mit unserer jungen Bewegung.